Zum ersten Mal meines Wissens im Lauf der Geschichte ergab sich der paradoxe Fall, dass man ein Land zu einer Selbstständigkeit zwang, die es selber erbittert ablehnte. Österreich wünschte, entweder mit den alten Nachbarstaaten wieder vereinigt zu werden oder mit dem stammesverwandten Deutschland. Keinesfalls aber in dieser verstümmelten Form ein erniedrigtes Bettlerdasein zu führen. Die Nachbarstaaten hingegen wollten mit diesem Österreich nicht mehr in wirtschaftlichem Bündnis bleiben. Teils, weil sie es für zu arm hielten, teils aus Furcht vor einer Wiederkehr der Habsburger. Den Anschluss an Deutschland verboten andererseits die Alliierten, um das besiegte Deutschland nicht zu stärken.